Erste Musikmesse im Landkreis Northeim. Dazu hatte die Kontaktstelle Musik des Landkreises viele Musikschaffende eingeladen. Ziel war es, einen Austausch zu ermöglichen und zu einer besseren Vernetzung beizutragen. Ich bin gespannt auf die vielen Musikbeiträge, die interessanten Gespräche. Und ich glaube, es ist der richtige Anfang zum richtigen Zeitpunkt. Alles Gute für den heutigen Tag, die erste Musikmesse in unserem Landkreis. Geboten wurde ein attraktives Bühnenprogramm und viele Informationen zum Thema Musik. Und warum war dem Kreistag die Einrichtung der Kontaktstelle Musik wichtig? Ja, wir haben, wie man ja heute auch sieht, sehr viele Vereine und Verbände im Landkreis, die musizieren in den verschiedensten Richtungen. Und diese zusammenzubringen, diese in einen Austausch zu bringen, das war uns eine wichtige Angelegenheit. Wir brauchen dafür keine Kreismusikschule, sondern wir brauchen eine koordinierende Kontaktstelle. Das haben wir jetzt in unserer Kreisvolkshochschule eingerichtet und ich glaube mit Frau Krause auch jemanden gefunden. Das zeigt die heutige Musikmesse, der es hervorragend schon in dieser relativ kurzen Zeit hinbekommen hat, hier ein Programm auf die Beine zu stellen, wo wir sehen können, wo die Bürgerinnen und Bürger sehen können, wie viele musizierende Einrichtungen es in diesem Kreis und auch in den Randgebieten dieses Kreises gibt, in einem welchem riesigen Spektrum hier Musik gemacht wird. Und wir wollen dieses zu einer ständigen Einrichtung werden lassen, sodass in den nächsten Jahren immer wieder zum einen denen, die gerne Musik hören, hier ein breites Angebot gegeben wird, aber auch denen, die gerne musizieren, hier die Möglichkeit gegeben wird, eine Bühne zu haben und mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Musikalische Beiträge lieferten mehrere Musikschulen, Bands und Einzelkünstler. Auch für das Land Niedersachsen hat die Musikförderung eine große Bedeutung. Wir haben vom Land Niedersachsen unter anderem mit dem Landesmusikrat ein Förderprogramm, Hauptsache Musik. Da geht es zum Beispiel um die Förderung von Chorklassen, aber auch um die Unterstützung von Schulen für die musikalische Frühförderung und für die musikalische Förderung. Es gibt zahlreiche interessante Angebote an den niedersächsischen Schulen im Bereich des Musikunterrichts natürlich sowieso. Und wir versuchen, Teilhabe von Schülerinnen und Schülern, die sich das auch nicht so leisten können, im Bereich der musikalischen Förderung auch stärker anwachsen zu lassen, damit halt jedes Kind in den Genuss der musikalischen Förderung kommen kann. Was für ein Gedanke kommt mir in den Sinn, mach mich froh, dass ich so lebendig bin. Super! Wichi, dai, dai, hurra, hurra, dika, hurra, dika. Gast auf der Musikmesse des Landkreises Northeim war mit Pitt Budde ein Musiker und Autor zahlreicher pädagogischer Bücher und Fachartikel. Welche Bedeutung hat Musik für die Entwicklung von Menschen? Musik hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Musik ist ein elementarer Bestandteil der Entwicklung von Kindern. Über Musik sind sie in der Lage, Konflikte auszuloten. Sie sind in der Lage, sich selbst zu verwirklichen in einer ganz emotionalen Art und Weise. Und daher spielt Musik eine ganz große Rolle bei der kindlichen Entwicklung. Eigentlich bei der Entwicklung von den Menschen, auch wenn sie viel älter sind. Diese Entwicklung hört eigentlich nie auf. Inwiefern? Weil wir immer dazulernen, weil wir immer in der Lage sind, nonverbal, also ohne Worte, über Musik unsere Gefühle auszudrücken oder Gefühle zu verarbeiten. Und das ist ein Geschenk. Musikmesse konnte zum Beispiel auch dazu genutzt werden, selbstgeschriebene und komponierte Titel zu präsentieren. Und wie fällt das Fazit der verantwortlichen Organisatorin aus? Ja, ich denke, der heutige Tag ist ganz toll gelaufen. Ich habe viele Leute auch noch mal kennengelernt, die mir bisher noch gar nicht aus der musikalischen Szene irgendwie über den Weg gelaufen waren. Und was einfach gezeigt werden konnte, ist, dass der Landkreis Northeim wirklich musikalisch schon ganz toll bestückt ist. Das ging vom Shanty-Chor über
den Fanfarenzug Linda, über die Red Stars, die aus Hanmünden extra angereist sind. Und wir hatten ein ganz buntes Programm. Und innerhalb der Räumlichkeiten wurde, glaube ich, auch gut genetzwerkelt. Die Leute sind umhergegangen, haben Fragen gestellt. Und ich glaube, so sollte der Tag sein. Von daher ganz positiv.